Hallihallöchen, Leute, und mal wieder willkommen zu Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. Wir haben bis jetzt 70 Graffitis und müssen die Graffiti-Mission natürlich noch zu Ende machen. Und hier oben ist kein Graffiti. Ich habe das Spiel gerade neu geladen. Ich habe seit ein paar Tagen nichts mehr aufgenommen. Komm, John. Das ist jetzt seit ein paar Tagen, seit gestern. Gut 60 Graffitis haben wir. Die 61 brauchen wir. Und wir haben ein neues Motorrad und wieder ein paar Waffen. Weil, ja, Radio aus oder KDST klingt doch gut. Ja, das letzte Mal sind wir, glaube ich, gestorben oder so. Muss ich ja erstmal ein neues Motorrad und ein paar Waffen holen. Das habe ich getan. Aber naja, erstmal markieren, die 61. Die Karte habe ich jetzt übrigens in den ganzen Parts unter dem Video verlinkt. Und die 61 ist hier, nach meiner Karte. Aber bevor wir Graffiti sammeln, mache ich erstmal was. Ja, ich rekrutiere mir jemanden. Ich bin übrigens immer noch krank. Ja, ich rekrutiere mir jemanden einfach, damit ich irgendwen hier hinten bei mir drauf sitzen kann, falls mich mal ein Polizist oder ein Ballasttypen verfolgt und ich das nicht machen muss. Aber ich glaube, hier bin ich mehr oder weniger falsch. Wohl eher mehr. Au. Alter? Nicht cool. Jetzt müsste ich aber auch wirklich mal Leute von der Grove Street finden, und macht das hier keinen Sinn. Und ich finde auch den ganzen Part dann keine Graffitis, weil ich hier mit Grove Street Leute suchen beschäftigt bin. Bitte, einer von euch muss eine Mac haben und eine Tech 9. Du bist perfekt, du kommst mit. Darfst mit auf mein cooles, nicht grünes Motorrad. By the way, ich mach mal jetzt einen kurzen Cut. So. Und jetzt suchen wir die Graffitis. Wow, lass mich in Ruhe, Mann. Vögel. Vögel halt. Ich merke, meine Stimme ist heute ein bisschen sehr krank, aber damit wirst du mal leben. Kann ich immerhin nicht ändern. Das, ja, eigentlich kann ich das schon ändern, aber nur unbewusst. Das muss mein Immunsystem selbst machen. Ich kann das nicht so stören, von wegen, boah, in die Zelle geht jetzt dahin und tötet den Virus. Auch wenn das irgendwie cool wäre. So ein körpereigener Space-Shooter. Du machst mal ganz ruhig und schießt nicht jeden ab, der irgendwas von dir will. Oder der auch nichts von dir will, so besser gesagt. Du schießt halt random Ballers ab, das macht man nicht. Los, steig auf. Steig auf, Mann! Du schaffst das, oder? Ah, oh, er hat's geschafft. Er kriegt dann später eindeutig einen Keks. Wir sind übrigens auf der Karte, wo unsere Männer sind. Das ist übrigens, glaube ich, alles, wofür wir Respekt brauchen. Sonst für nichts. Ich glaube, das nächste Graffiti ist dort. Finde ich irgendwie schade, dass wir sonst für gar nichts anderes Respekt brauchen. Naja. Wird schon irgendwie Sinn machen. Mal gucken. Okay, er hat noch grünes Leben. Das mag ich an dem Grand Theft Auto. Da wird nämlich ganz einfach so das Leben so über dem Kopf angezeigt in der Farbe. Das gefällt mir irgendwie besser als das in der PlayStation-Version. Wo man die, weiß nicht, so anvisieren musste. Hier kommen ganz einfach mit jeder Waffe zielen. Mit einem Analogstick zielen war ja auch ein bisschen doof, da verstehe ich das mit dem Anvisieren. So, nächstes Graffiti ist hier. Aber nicht etwa oben drauf, nein! Unten drunter. Die darfst du abknallen. Hier unten drunter. Das weiß ich, weil ich den Part ja schon mal aufgenommen habe, aber dann hat Alvira sich gedacht, weißt du, du bist gerade so am Aufnehmen und hast schon geschätzte 15 Graffitis gefunden, aber. Nee, komm! Nee, das ist doch nicht cool. Ich glaube, ich mache dir mal schnell die Aufnahme kaputt. Und dann hat mir Alvira die Aufnahme kaputt gemacht. Das hat auch extra so mit mir geredet. Das fand ich dann auch ein bisschen weird und da wollte ich nicht noch was aufnehmen, weil auf einmal hat Alvira mit mir geredet. Und da dachte ich mir, nee, ich glaube, ich mache lieber nicht weiter. Und wir sammeln jetzt lieber einfach Graffiti, anstatt so einen Mist zu labern. Naja, ihr wisst ja, ich laber den Mist, ihr hört zu. Vielleicht hört ihr auch gar nicht zu und macht nebenbei irgendwas und braucht nur so eine Stimme im Hintergrund, wie das typisch ist. Ich mach meinen Fernseher an, damit bei mir nicht so langweilig ist. 95. Da. Das fand ich ja letztens auch schön in einem YouTube-Video. Ich hoffe, ich habe das richtig markiert. In einem YouTube-Video, da hat jemand geschrieben, als ich gesagt habe, dass RTL irgendwie doof ist, weil ihr dürftet wissen, RTL ist irgendwie doof. Hat jemand drunter geschrieben, ich wäre irgendwie genau der Richtige dafür und würde total gut in die Zielgruppe passen, weil ich RTL nicht mag. Das habe ich nicht verstanden.
Das habe ich einfach nicht verstanden. Das macht keinen Sinn. Du. Ruhig, Mann. Na klar, jetzt habe ich einen Stern. Mann, du hättest den töten sollen. Ja, du bist bestimmt an allem schuld. An allem. Daran, dass meine Stimme so blöd klingt, weil ich krank bin. Daran, dass ich überhaupt krank bin. Daran, dass wir letzten Part gestorben sind und... Ja. Du bist schuld an der globalen Erwärmung. Du bist schuld an allen Weltwirtschaftskrisen, die es bis jetzt gab. Allein du. Und der macht diese, interessiert mich nicht Pose. Das ist schön. Das war gerade die 66. Ja, das war sogar das richtige Graffiti. Könnt ihr auf der Karte gucken, wenn ihr wollt. So, nächstes Graffiti ist hier. Da habe ich in der Aufnahme auch total lange nachgesucht. Hab's dann aber letztendlich gefunden. Aber das war dann so der Moment, wo ich an mir gedacht habe, nee, weißt du, jetzt? Nee. Jetzt, wo du es gefunden hast, das lasse ich dir nicht. Das gönne ich dir nicht. Und ihr dürftet auch merken, das Graffiti, das ist sehr schwer zu sehen. Deswegen habe ich auch eine ganze Weile nachgesucht. Ich bin so oft durch die Gasse hier durch und hab's nicht bemerkt. Los, steig auf. Wir sind hier am Los Santos Vagos, so wie die heißen, Turf. Und die können uns bestimmt voll töten. Also dich, mich nicht. Es wäre trotzdem lieb, wenn du die tötest. Ja. Ich meine, ich muss hier Graffiti sprühen. Ja, ganz ruhig, Mann. Schieß nicht jeden ab, der vorbeifährt. Das musst du nicht machen. Meine Stoppuhr sagt mir, wir nehmen schon 6 Minuten auf. Das ist irgendwie voll viel, aber... wir holen uns noch das Graffiti hier. Ich will noch mindestens 70. Und im nächsten Part möchte ich mindestens die 75 schaffen, aber ich denke, das schaffen wir. Vielleicht schaffen wir es auch in diesem Part nochmal sehen. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn ich irgendwann die Graffitis alle fertig habe. So, 69. Und jetzt kommt die 70. Endlich. Die ist hier oben. Gut. verstopfte Nase ist schlimm. Aber ich kann jetzt auch nicht den ganzen Partner einfach mein Näschen schneuzen. Warum dürfte klar sein? Das möchte ich nicht näher erklären müssen. So, hoch hier. Gut, da hinten ist es. Ich dachte, wir wären irgendwie voll weit davon weggefahren. Ist hier ein Messer? Ich glaube, hier war irgendwo ein Messer. Oder? Molotow? Messer? Gatling-Gun? Alter? Geht's dir gut? Na, okay. Würd sagen, wir fahren ohne ihn weiter. Der dachte sich einfach mal spontan, oh Gott, ich hab solche Angst, ich renn weg. Dachte er halt einfach mal. Einfach so. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht wirklich begreife. Aber das wird schon irgendwie Sinn machen in irgendeinem Paralleluniversum. Ja. Irgendein Paralleluniversum macht das Sinn. Aber, naja, er ist halt komischerweise nicht gerade im passenden Universum, deswegen macht's halt keinen Sinn. Ne? Wir gehen weiter und suchen uns irgendwann einen neuen Buddy. Und suchen uns einfach so. Ah, gut, Du komischer Fall, wolltest das Ding verdecken. So nicht. Nee. Ich hab's trotzdem gefunden. So. 71. Mal gucken, wir haben noch nicht mal 10 Minuten für und haben schon fast 15 Graffitis in einem Part gepackt. Das nächste ist irgendwo hier. Aha. Bitte sei nicht auf der Autobahn. Das würde ich nicht cool finden. Das würde ich ganz und gar nicht cool finden. Und kommen wir irgendwie runter? Irgendwie? So ein bisschen? Na, immerhin können wir hier lang. Oh, meine Framerate ist seit langem mal wieder auf 24. Das ist schön. Also, man möge meinen, es ist nicht hier oben. Also... Ich hab zwar gerade keinen Bodyguard, aber nee. Also nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Manche drehen total durch, manche fahren einfach ganz normal weiter oder bleiben stehen. Ja? Ja. Okay. Okay. Das hören wir uns. Ich muss ja wirklich sagen, meine kranke Stimme regt mich persönlich total auf. Ich kann da gar nicht zuhören. Ich hoffe, das ist für euch nicht so schlimm. Hier. So, glaube ich. So ungefähr dort.
Ja. Vor allem sechsel ich auch total oft. Wow. Ich glaube, das war's dann mit der... mit dem Vorsatz, keine Polizeiverfolgung in den Parts, also in den Graffiti-Parts, aber... ja, ich... Alpha, aber... mit dem Motorrad bin ich einfach ein bisschen mobiler. Und jetzt noch das Graffiti dort und dann hau ich erstmal ab. Ihr wart doch auch irgendwo im Polizeistand, oder? 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 Bitte? Vielleicht? Ein bisschen? Nicht? Das würde ich persönlich wirklich voll cool finden. Wir hängen die erstmal ab. Ich würde sagen, das Graffiti sprühen wir am nächsten Part und ich raste jetzt einfach zurück zu meinem Strandhaus. Nein, zum Johnson House. Das ist wahrscheinlich sogar näher. Und dort gibt es ein Graffiti und unsere Motorradskills erhöhen sich. Wahrscheinlich sind die Fortschritte bei Denise im Gegensatz schon... naja... Denise dürfte schon mindestens beim Kopf gegen die Wand schlagen sein. So lange wird die nicht mehr leben. Gott, ich bin voll kalt gegenüber Denise. Aber nee, weh ihr seid zu irgendwelchen echten Menschen. Das macht man nicht. Ja. Ich mach das nur, weil es ein Videospiel ist. Und Denise mich nervt. Ja. Wenn ich mich um die kümmere, bekomme ich in dem Spiel einfach nichts von und wir würden ein paar Parts damit füllen. Das wäre langweilig. So. Warum macht ihr immer meinen verdammten Zaun kaputt, Mann? Mann! Das ist mein Zaun! Meiner! Danke. Mann, was soll das? Hust, hust. Wir holen uns noch das Graffiti, was hoffentlich respawned ist. Gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Also dann, hier ist meine Mac, würde ich sagen, das war's für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, sagt mir, was ich besser machen kann. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.